Ja, guten Tag, mein Name ist Maren Hachmann und ich bin Mitglied des Inkscape-Projektes. Und in diesem Vortrag wollte ich euch in einem richtigen Schnelldurchlauf einmal ein paar spannende Features von Inkscape zeigen, die ihr vielleicht nicht so kennt. Ganz am Anfang wollte ich euch noch eigentlich einen ganz schnellen Überblick geben darüber, was Inkscape so grundsätzlich auch kann, was ihr vielleicht schon wisst oder was ihr vielleicht auch noch nicht wisst, weil ihr Inkscape noch nicht kennt. Das müssen wir ein bisschen abkürzen, weil ich meine Folien etwas zu lang gemacht habe. Also rasen wir da etwas durch. So, hi, da bin ich wieder. Also, kurze Unterbrechung, weil hier der Stream irgendwie nicht richtig funktionierte. Die Bandbreite war vielleicht ein bisschen in die Knie gegangen. Und zwar geht es im zweiten Teil weiter mit einem schnellen A bis Z mit 26 weniger bekannten Funktionen. Und ich hoffe, ich habe da welche rausgepickt, die euch auch nützlich sind. So, und dann scrollen wir einmal runter. Wie ihr seht, mache ich die Präsentation hier sogar direkt in Inkscape. Einmal wollte ich euch ganz kurz die Grundfunktionen von Inkscape erzählen. Und zwar ist Inkscape ein Vektorgrafikeditor und als Vektorgrafikeditor kann es natürlich Vektorgrafiken erstellen, logisch. Als erstes zu nennen wären da die einfachen Formen, wie zum Beispiel Quadrate und Kreise und Sterne und einfache Pfade, die man zeichnen kann. Außerdem beherrscht es natürlich auch das Erzeugen von Text und als kleines Schmankerl hat es auch noch Spiralen und 3D-Boxen und was man auch kann, ist richtige Bilder einbinden, also Rastergrafiken in das Bild mit einbinden, das man mit Inkscape erstellt. Ich muss mal ganz eben kurz, ich habe gerade gesehen, dass meine Anfasse hier alle sehr klein sind und stelle gerade mal Größe, damit ihr was seht. So, auf 8, mal gucken. Ja, jetzt könnt ihr sie auch sehen. Genau, und diese Formen, die man in Inkscape erzeugt, die kann man natürlich auch einfärben. Und zwar kann man da nicht nur die Füllung einfärben, wie ihr das in der ersten Reihe sehen könnt, sondern man kann auch die Kontur einfärben. Man kann der Kontur auch schöne Muster geben. Man kann dort auch kleine Markierungen anbringen, wie zum Beispiel diese kleinen Kreise hier an den Ecken vom Quadrat. Man kann eine etwas spannendere Füllung gestalten mit Farbverläufen, auch mit Farbverläufen, die nicht nur gerade verlaufen, sondern auch kreisförmig. Man kann Muster hinterlegen, man kann Objekte teilweise durchsichtig machen, man kann Filter hinzufügen, hier zum Beispiel ein Unschärfefilter oder hier so ein Kreuzrauschenfilter, das macht ganz spannende Effekte. Man kann zum Verwalten seiner Zeichnung Ebenen nutzen oder Gruppen. Zum Beispiel ist dieses hier besteht aus vier Objekten, das heißt ein größerer Kreis. Und wenn ich doppelklicke darauf, ups, na, kann ich die Unterobjekte anwählen, die da enthalten sind in der Gruppe. So. Und außerdem beherrscht Inkscape boolesche Operationen. Das heißt, man kann, wenn man mehrere Objekte hat, die miteinander kombinieren, indem man zum Beispiel aus einem ganzen Keks einen angebissenen macht, also indem man zum Beispiel Differenz zwischen den Objekten macht oder andere mathematische Operationen ausführt. Man kann Objekte teilweise verbergen, Ausschneide fortsetzen, dann sieht man Teile des Objektes nicht. Man kann Objekte maskieren, wie zum Beispiel hier. Wenn ich das jetzt hier rüberschiebe, seht ihr hier, dass dieses sanft ausblendende weiße Objekt über dem Foto und ich kann zum Beispiel eine Maske setzen und damit das Foto nach unten ausblenden. Man kann Klone nutzen, um Objekte, die genauso aussehen sollen wie das Originalobjekt, weiter zu verwenden in anderen Zusammenhängen und die alle gleichzeitig mit dem Originalobjekt zu ändern. Ich ändere jetzt mal die Füllung vom geklonten Schaf. Und ihr seht, die Klone vom Schaf ändern sich alle mit. Man kann ja, ausreichend oder eigentlich sehr schön funktionierende Ausrichtefunktionen nutzen, um zum Beispiel gleiche Abstände zu setzen und Objekte in einem Gitter anzuordnen. So, das waren die Grundfunktionen. Das war ein schneller Flug. Wenn ihr dazu Details braucht, dann besucht zum Beispiel das Tutorial auf meiner Webseite. Da findet ihr sehr schöne Informationen auf Deutsch zu den einfachen Funktionen.
So, jetzt würde ich gleich zum Deutschen kommen. Ich muss aber noch einmal so mir das, euch das ein bisschen einfacher machen, ein paar Standardeinstellungen wieder zurückstellen. Hätte ich sonst vorhin gemacht, aber ich musste meinen Computer eben nochmal neu starten und dann gab es Probleme mit dem Stream und dann ist das leider untergegangen. So, also eine Funktion, die viele Leute gerne benutzen, ist zum Beispiel das Ausrichten am Kreis. Da wären wir schon beim Buchstaben A. Und zwar könnt ihr, wenn ihr einen Kreis habt, wie diesen, und zum Beispiel Zahlen oder andere Objekte, wie diese hier, diese 12, könnt ihr die am Kreis automatisch ausrichten lassen, indem ihr die auswählt. Und zwar wählt ihr, wenn ihr einen Kreis gezeichnet habt, dann ist der Startpunkt des Kreises hier. Also die Anfasser sind jetzt extrem groß, aber damit ihr es schön sehen könnt. Und das Ausrichten beginnt am Startpunkt. Das heißt, hier wäre 3 Uhr und ich würde dann also mit der 3 anfangen und die anderen Objekte der Reihe nach auswählen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Und dann würde ich zu Objekt anordnen gehen. Und hier diesen ominösen Reiter Polarkoordinaten wählen. Und da sieht man alles, was man benötigt, um Objekte an einem Kreis anzuordnen. Und ich mache das mal. Und genau, es beschwert sich. Ich habe keinen Kreis mit ausgewählt. Sollte ich nochmal tun. Schwupp und schwun sind meine Zahlen an der Uhr angeordnet. Und es ist 16 Uhr. Stimmt nicht ganz. Vielleicht hätte ich auch die richtige Uhrzeit einstellen sollen. Gut. So, zu damit. Dann kommen wir schon zum Buchstaben B. Und zwar gibt es in Inkscape seit nicht allzu langer Zeit die sogenannte Befehlseingabe. Die könnt ihr aufrufen mit Fragezeichen. Genau. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel ganz automatisiert ohne den Einsatz von der Maus Objekte in der Zeichnung auswählen und verändern. Zum Beispiel haben wir hier diesen Pinguin namens Penny, der hat sich leider auf den Kopf gedreht aus irgendeinem Grund. Und ich wähle den mal aus. Und dazu mache ich nach ID auswählen. So. Genau. Und ich gebe jetzt hier Penny ein. Und das wählt mir Penny aus. So. Als nächstes möchte ich Penny drehen, auch mit Shift und Fragezeichen. Und ich gebe drehen ein und möchte Penny um 180 Grad drehen. Schwupp und oh, hoppla. Aus irgendeinem Grund ist jetzt der Kreis dann mit bei. Na, wie dem auch. Können wir das nochmal haben? Ach, ich glaube, es hat einfach, weil ich den Kreis noch ausgewählt hatte, hat es das zur Auswahl hinzugefügt, was ja auch Sinn ergibt. So, also noch einmal ganz schnell. Fragezeichen, nach ID auswählen. Komm. Penny. Genau, jetzt haben wir nur Penny, weil ich den Kreis nicht mehr angewählt habe. Jetzt nochmal Shift-Fragezeichen. Und ich möchte drehen. So, um 180 Grad. So, Penny ist gedreht. Und wenn ich mir das jetzt nochmal genau angucken möchte, dann kann ich zum Beispiel auf die Auswahl zoomen, auf Auswahl zoomen. Und mein Penny wird mir ganz groß dargestellt. Und ich kann sehen, aha, ja, das ist jetzt alles richtig. Genau, und in dieser Befehlseingabe stehen euch noch viele andere Befehle zur Verfügung, die ihr euch angucken könnt. Es werden auch immer mehr. Es sind noch nicht alle Funktionen von Inkscape drin, aber es kommt quasi täglich was Neues dazu. Natürlich in der Entwicklerversion, nicht in der veröffentlichten. Gut, dann kommen wir zum Buchstaben C auch schon. Und zwar kann Inkscape, was für Webentwickler sehr interessant ist, auch mit CSS umgehen. Und zwar könnt ihr zum einen Stylesheets einbinden, zum anderen könnt ihr auch in Inkscape selber CSS-Stile erzeugen. Da gibt es hier oben diesen relativ neuen Button CSS-Selekturen und Stile ansehen, bearbeiten. Wenn man den anklickt, dann kann man sehen, was es hier in der Zeichnung so für CSS-Stile gibt. Und ich habe mal den blauen Knöpfen die Klasse Primary zugeordnet. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann werden mir die automatisch ausgewählt. So. Und ich kann zum Beispiel für beide auf einmal die Farbe ändern. Und zwar mache ich die jetzt mal so ein ekliges Grün.
Und das dauert einen Moment, schwupp, und jetzt sind alle Primary Buttons grün. Das kann man übrigens auch nutzen, um Elemente in der Zeichnung zusammen auszuwählen, auch wenn sie eigentlich in verschiedenen Gruppen liegen, wenn man denen einfach eine gemeinsame Klasse zuordnet. So, das war schon Nummer C, Buchstabe C. Jetzt kommen wir zu D. Ich hätte es euch gern gezeigt, aber vorhin, als ich meinen Computer zusammengestöpselt habe hier mit Mikrofon und Ringlicht und allem drum und dran, da sind mir alle möglichen Geräte ausgegangen und auch mein Grafiktablett wollte nicht mehr. Es soll uns reichen, auch angesichts der Zeit, dass ich euch erzähle, dass es in Inkscape druckempfindliche Werkzeuge gibt und welche das sind, nämlich die, die hier dargestellt sind. Und zwar hätten wir einmal das Kalligrafie-Werkzeug, was druckempfindlich funktionieren kann. Da gibt es hier oben so ein Knöpfchen und das könnt ihr dann mit eurem Grafiktablett verwenden. Dann gibt es das Spray-Werkzeug, das könnt ihr auch mit Druckempfindlichkeit verwenden. Und zwar könnt ihr da einstellen, wie stark, wie groß, wie fokussiert es sprühen soll. Dann gibt es das Modifizierwerkzeug, das funktioniert auch druckempfindlich. Ist auch ganz spannend, das hat jede Menge wirklich interessante Funktionen. Wenn ihr mal richtig Zeit habt, solltet ihr euch das mal angucken. Damit kann man zum Beispiel Objekte verschieben, drehen, verkleinern, vergrößern. Und die Intensität dieses Verschiebens, Drehens und so weiter kann man mit dem Druck des Grafikstiftes steuern. Und schlussendlich gibt es noch den Bleistift. Und der Bleistift hat eine besondere Funktion, den sogenannten Power Pencil. Und wenn man den hier aktiviert, ich deaktiviere ihn jetzt mal lieber, kann man damit verschieden dicke Linien zeichnen, die man später noch nachbearbeiten kann. Ich habe jetzt ja nur die Maus, ich kann mal so eine Linie zeichnen. So ungefähr sieht das aus, wenn man das macht. Die ist natürlich jetzt überall gleich dick. Aber wie ihr seht, hat die Linie zwar eine Dicke, aber man kann sie auch weiterhin als Linie bearbeiten. Und so ungefähr ist das, nur ist sie halt unterschiedlich dick. Das heißt, von diesen rosanen Pünktchen hier gibt es ein paar mehr, mit denen man die Dicke einstellt. So, weiter zu E. E wie Ex- und Importformate. Die Folien möchte ich eigentlich nur einmal kurz stehen lassen. Genau, hier könnt ihr sehen, dass Inkscape eine ganze Menge Export- und Importformate unterstützt, und zwar verschiedene Rastergrafikformate. Für den Export ist es etwas eingeschränkter. Da gibt es PNG, mittlerweile aber auch JPEG, TIFF und WebP, auch optimiertes PNG. Für den Import, ja, im Prinzip alle Rastergrafiken, die euer Computer so im Allgemeinen unterstützt. Bei mir sind es die hier. Ich glaube, das unterscheidet sich ein bisschen von Betriebssystem zu Betriebssystem. An Vektorformaten unterstützt es auch für den Import und den Export unterschiedlichste Formate. Unter anderem seht ihr hier auch zum Beispiel CorelDRAW und Visio, aber auch PostScript und PDF könnt ihr im und exportieren. Und, Entschuldigung, es gibt die Möglichkeit, auch CAD-Formate zu ex- und importieren. Zum Beispiel DXF, das ist wichtig für Leute, die irgendwelche Schneide- und Plotter-Geschichten machen. Und Inkscape kann sogar direkt auf einen Plotter ausgeben oder als G-Code exportieren. Und Inkscape beherrscht auch ein paar Sonderformate. Zum Beispiel kann es nach GIMP als GIMP-Datei mit mehreren Ebenen exportieren oder es kann sogar eine GIMP-Palette exportieren oder sogar als HTML5 Canvas-Element und auch einige Sonderformate importieren kann es, wobei diese Object-Dateien hier nur mit einer bestimmten Erweiterung funktionieren. Dann gibt es noch einen riesen Haufen von extern, von Drittanbietern, Drittautoren verwalteten Erweiterungen, die es euch noch ermöglichen, weitere Im- und Exportformate zu Inkscape hinzuzufügen. Wenn ihr da mal Lust habt, dann geht mal auf die Inkscape-Webseite zu Inkscape.org und schaut mal in der Download-Abteilung in dem Runterklappmenü unter Erweiterungen, was es da noch alles gibt. Die Auswahl ist sehr groß, nicht alles funktioniert und es ist auch nicht kuratiert, aber es gibt sehr viel. Gut, dann kommen wir schon zu F. Hetz. und zwar
Vielleicht wusstet ihr es, vielleicht wusstet ihr es auch nicht. Ihr könnt mit Inkscape eure eigenen Schriftarten erstellen. Zwar gibt es da unter Text und dann SVG Schriftarten-Editor einen Schriftarten-Editor, mit dem ihr Schriftarten erstellen könnt, eure eigenen. Könnt ihr eure neuen, eine neue Schriftart hinzufügen und dann könnt ihr euch anzeigen lassen, was für Buchstaben ihr da drin habt. Ich habe hier mal beispielhaft eine Schrift aus Inkscape-Symbolen erzeugt. Und wenn ich jetzt darin tippe, zum Beispiel ABC, dann haben wir drei verschiedene schöne Inkscape-Symbole, die da erscheinen. Also das hier ist ein Text. Und ihr könnt natürlich eure eigene Handschrift zum Beispiel als Schriftart machen oder andere Sachen, was euch einfällt. Symbolschriften sind natürlich sehr beliebt, vor allem zu Weihnachten macht es Spaß. Ja, genau, habt Spaß. Diese Schriftarten, die man in Inkscape erzeugt, das sind SVG-Schriftarten. Als kleine Warnung, SVG-Schriftarten werden von den meisten von Browsern und Ähnlichem nicht mehr unterstützt. Auch Inkscape selber unterstützt keine SVG-Schriftarten. Ihr könnt sie auch auf eurem System nicht installieren. Aber in Zusammenarbeit mit der freien Software FontForge, die diese SVG-Schriftarten importieren kann, könnt ihr mit 2-3 Klicks ungefähr eure eigene Schriftart dann einfach im anderen Format, in ein anderes Format konvertieren, zum Beispiel nach TTF als TrueType-Font. Und habt dann eure Schriftart gesichert. So, nächstes. Gekachelte Klone. Genau, G wie gekachelte Klone. Klone kennt ihr ja schon, habe ich euch gezeigt. Das ist das, wo das hinterher das gleiche Objekt, das Objekt genauso aussieht, aber und quasi so eine unsichtbare Verbindung zu einem Originalobjekt hat. Was ihr vielleicht nicht wusstet, ist, dass Klone auch eine andere Farbe haben können als das Originalobjekt, wenn man die Farbe beim Originalobjekt nicht setzt. Das habe ich mal hier gemacht, bei der Fläche von dem Stern hier. Und in dem gekachelte Klone-Dialog, den ihr findet unter Bearbeiten, Klonen, gekachelte Klone erzeugen, findet ihr eine unglaubliche Menge an Optionen. Es gibt auch ein Tutorial dafür, was ich euch gegebenenfalls nachher im Fragenraum noch mal raussuchen kann. Und ihr könnt da zum Beispiel die Zeichnung unter den Klonen nachzeichnen lassen und damit die Klone alle anders umfärben oder zum Beispiel solche Zeitungsdruckeffekte erzeugen wie hier. Das ist ein Porträt von dem Herrn Escher, der sich sehr viel mit Symmetrien und Kacheln und nahtlosen Mustern beschäftigt hat während seiner Künstlerkarriere und während seines Künstlerlebens. Und hier mal nachgezeichnet das Porträt mit Klonen. Das ist eine Geschichte von ein paar Sekunden, sowas hier zu erzeugen in Inkscape. Wenn man weiß wie. Ich zeige euch das gegebenenfalls nachher im Fragenraum, wenn Interesse besteht. Ich muss jetzt leider weiter. So, dann machen wir mal Haargröße. Und zwar wollte ich euch mitteilen zum Buchstaben H, dass Inkscape eine hilfsbereite Community hat. Hilfsbereit und auch sehr kreativ. Wie natürlich nicht anders zu erwarten ist bei einem Vektorgrafik-Editor. Ihr könnt die Community kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, aber auch, wenn ihr gerne mitmachen möchtet. Und zwar findet ihr uns im Inkscape-Chat. Das ist im Prinzip alles derselbe Chat, nur gibt es verschiedene Eingangsportale dazu. Das hier ist ein Rocket-Chat, der ist mit einer Brücke verbunden zu einem Matrix-Chat und auch zu IRC. Und da könnt ihr eure Fragen loswerden und direkt Live-Antworten bekommen von Leuten, die sich freiwillig engagieren und euch dort Support geben. Das heißt, seid nett und bedankt euch brav. Dann gibt es Inkscape-Foren. Die findet ihr unter Inkscape.org Forums und dort könnt ihr ebenfalls eure Fragen stellen, auch auf Deutsch. Es gibt ein deutsches Unterforum, da beantworten Leute auch auf Deutsch eure Fragen zu Inkscape, zu bestimmten Techniken oder auch zu bestimmten Ideen, die ihr habt. Was es noch gibt für Inkscape sind Mailinglisten, die sind, seit es den Chat gibt, deutlich stiller geworden, aber es gibt sie noch und ihr könnt auch dort eure Fragen stellen, wenn euch das irgendwie bequemer ist aus irgendeinem Grund. Dann ganz wichtig, wenn ihr Fehler in Inkscape
findet, dann nutzt nicht nur die hilfsbereite Community als Hilfe, sondern helft auch der hilfsbereiten Community durch euren Beitrag. Und zwar könnt ihr Fehler berichten, die ihr in Inkscape findet. Und dieser Link hier leitet auf unseren Fehlertracker zu GitLab weiter, auf dem ihr dann schauen könnt, ob euer Programmfehler, den ihr da bemerkt habt, ob es den schon gemeldet gibt und den gegebenenfalls selber melden könnt. Das ist eine sehr wichtige Sache und wir sind eigentlich immer dankbar, wenn uns die Benutzer mitteilen, wo irgendwie was hakt, damit wir es reparieren können. Also ich selber code nicht, aber ich bin teilweise im Fehlertracker mit aktiv und freue mich immer, wenn es da Berichte gibt, die schön sind. Okay, ansonsten findet ihr auf GitLab auch noch den Inkscape-Code natürlich, zu dem ihr auch beitragen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ihr findet uns auf den Social-Media-Kanälen. Da gibt es offizielle und inoffizielle. Es gibt uns auf Mastodon und Twitter, auf DeviantArt, auf Facebook, auf Discord. Wie es euch beliebt, da könnt ihr den Inkscapern beitreten. Ihr könnt ihnen eure coolen Kunstwerke zeigen. Ihr könnt ein bisschen Werbung machen für Inkscape. Ihr könnt auch mal Fragen loswerden. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was im Projekt sonst so los ist, könnt ihr euch das auch anschauen unter inkscape.org/cals, also wie Kalender. Da ist einmal vermerkt, wann wir uns treffen und was es so für Aktionen gibt, was so geplant ist im Projekt in den nächsten Wochen. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr mitmachen und könnt ihr auch gerne einfach dazukommen zu den Treffen. Wenn ihr mitmachen wollt, beteiligt euch an den Challenges, an den Wettbewerben, kommt zu den Projektteams, testet die Entwicklerbuilds, schaut euch die Galerie an und postet auch gerne was zu unserer Galerie, was besonders schön ist, was euch besonders gut gelungen ist, dass andere Inkscape-Nutzer und andere vielleicht demnächst Inkscape-Nutzer sehen können, was es alles Tolles gibt, was man mit Inkscape anstellen kann. So, jetzt muss ich weiter. Und zwar bin ich erst bei I und ich habe noch 20 Minuten. Zum nächsten mit I wollte ich euch zeigen, was die Icon-Vorschau ist. Und zwar, wenn ihr ein Icon gestaltet, könnt ihr unter Ansicht Symbolvorschau euch eine kleine Vorschau anzeigen lassen von dem Objekt, was ihr ausgewählt habt. Und da könnt ihr sehen, wie das in verschiedenen Größen wirkt. Das ist sehr praktisch, wenn man Icons erstellt. Genau. So, ich mache es auch schon wieder zu und schnell weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Inkscape hat auch Filter, die man einstellen kann. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich ja alle das Filtermenü oder alle, die Inkscape schon mal benutzt haben. Hier gibt es jede Menge Filter, irgendwie, ich glaube, 120 verschiedene oder so, die alle schon vorgegeben sind. Aber ihr könnt zum einen auch eure eigenen Filter gestalten und ihr könnt die Filter, die es hier gibt, auch weiter modifizieren. Noch über das hinaus, was in den Filtereinstellungen euch angeboten wird, über den Filtereditor. Das ist ein recht komplexes Gebilde, muss ich leider warnen. Aber wenn ihr da ein bisschen rumspielt, könnt ihr auch ganz spannende Effekte erreichen. Ich ändere jetzt mal das fraktale Rauschen hier auf Turbulenz. Und ihr seht, es ändert sich hier die Art des Rauschens in dem Kreis mit dem Filter. Da könnt ihr ordentlich mit rumspielen und viele spannende Sachen euch zusammenbasteln. Es gibt Leute, die bauen sich da Holzfilter und das sieht dann wirklich aus wie Holz und Kreidestriche auf Tafel und alles Mögliche, alles nur mit Filtern. Sieht wirklich schick aus und man kann da sehr viel mit erreichen, wenn man ein bisschen Geduld und ein bisschen Spucke investiert. So, pünktlich zu Weihnachten wollte ich euch noch was zeigen, was ihr vielleicht alle gut brauchen könnt. Und zwar könnt ihr mit Inkscape euren eigenen Kalender erzeugen. Wenn ihr also so ein schönes Bild habt, in diesem Fall hier ist es ein Bild aus einem About-Screen-Wettbewerb, das heißt das Über-Inkscape-Bild, was nicht gewonnen hat, was aber auch die Ehre erfährt, hier mal Verwendung zu finden in einem Vortrag oder in irgendwas anderem. Wenn ihr ein schönes Bild habt, dann könnt ihr euch dazu Kalenderblätter erzeugen. Und das könnt ihr machen mit den Erweiterungen. Erweiterung, Rendern, Kalender. Da
Da findet ihr eine ganze Menge Einstellungen, sowohl für die Tagesnamen, für die Farben, für die Schriftarten, fürs Layout und dafür, welche Monate ihr eigentlich haben wollt und welches Jahr. Und es kann euch dann einen schönen Kalender rendern und ihr könnt den verwenden, um zum Beispiel ein schönes Weihnachtsgeschenk mit Inkscape zu basteln. Gut, weiter von K zu L. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, mit Inkscape kann man auch ganz viele tolle physische Gegenstände erzeugen. Also nicht nur Bilder, die irgendwie schön anzusehen sind, die man sich auf dem Computer angucken und ausdrucken kann, sondern man kann es auch nutzen, mithilfe von Erweiterungen, um abgefahrene Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel hier diese Schachteln aus einem Maker Lab, die mit Inkscape generiert wurden und dann mit einem Laser geschnitten wurden. Oder dieses wunderschöne Pony, was gestickt wurde mit einer Datei, die aus Inkscape rausgefallen ist. Und ich glaube, es wurde auch eine Erweiterung dafür verwendet namens Inkstitch. Die solltet ihr euch merken, wenn ihr eine Stickmaschine habt. Oder hier dieser kleine Kekscutter, der Keksausstecher, der zu Weihnachten vielleicht ganz nützlich wäre, mit dem ihr, für den es auch eine Erweiterung in Inkscape gibt, der erzeugt euch dann diese 3D-Datei, die ihr dann direkt eurem 3D-Drucker vorwerfen könnt, wenn ihr einen habt. Oder zum Beispiel hier so einen Plotter kann man ansteuern. Das ist ein relativ alter Stiftplotter, der hier diese, wie heißt das noch, diese Spiraldinger da zeichnet, zum Beispiel. Und damit könnt ihr dann Originale ausdrucken, verkaufen, signieren. Kommen wir zum Buchstaben M. Mit Inkscape könnt ihr nicht nur die Muster benutzen, die euch im Füllung- und Konturdialog angeboten werden. So, ich mache mal ein Objekt, schwupp, damit wir das sehen können. Hier gibt es ja so ein paar Füllmuster, die angeboten sind, zum Beispiel Schachbrettstreifen, Blablub, Kugelpackung, Punkte, Tarnfleck, sowas alles. Die Muster, die hier standardmäßig mit dabei sind, sind vielleicht nicht alle total schick, bieten aber eben schon mal so einen Grund. Aber ihr könnt auch, wenn ihr ein Objekt habt, das ein schönes Muster hat und sich nahtlos aneinander kacheln lässt, könnt ihr daraus selber ein Muster erzeugen, indem ihr über Objekt, Muster, Objekt in Füllmuster umwandeln, das Objekt in ein Füllmuster umwandelt. Das Ergebnis ist ein Rechteck, was die Füllung, also das Objekt, also das Muster als Füllung hat. So. Und damit kann man dann verschiedene bunte Muster machen, nach Lust und Laune, was einem gefällt. Wie zum Beispiel diese hier, die ich mir von FreeSVG und von OpenClipArt runtergeladen habe und teilweise auch selbst gemacht habe. So, N. Noch 13 Minuten, okay. Und zwar könnt ihr, ein bisschen kleiner noch, in Inkscape die Zahlenfelder nicht nur nutzen, um direkt Zahlen einzugeben. Hier gibt es zum Beispiel das breite Feld für dieses ausgewählte Objekt, sondern ihr könnt dort auch kleine Berechnungen eingeben mit Plus, Minus, Mal, geteilt, sogar mit Klammern. Und ihr könnt auch die Einheit angeben. Wenn ich jetzt also sage, 9,4525 Millimeter sind es, plus ein Zentimeter mal 5, so, also plus 5 Zentimeter theoretisch, dann wird das hier genau 60,3 Millimeter breit als Ergebnis und das rechnet euch Inkscape einfach aus. Das könnt ihr in den meisten Zahleneingabefeldern so machen. Und wenn ihr aus dem Zahleneingabefeld auch mal rechts klickt, dann wird euch Inkscape häufig ein paar Optionen anbieten, die sehr nützlich sind. So ein paar Standardwerte, die ihr brauchen könnt, um das Objekt in dem entsprechenden, also in der entsprechenden Art des Feldes zu verändern. Manche Werte, die da vorgegeben sind, sind auch nicht so nützlich. Hier sind, glaube ich, jedes Mal einmal plus 5, einmal minus 5 Millimeter. Ja gut, kann man machen. Oder hier, genau. Und probiert es einfach mal aus, wenn ihr so ein Zahleneingabefeld habt. Zum einen, ob ihr eine Berechnung eingeben könnt und zum anderen, ob euch da ein paar
nützliche Werte schon voreingestellt angezeigt werden, die ihr gleich verwenden könnt. Dann geht nämlich vieles einfach etwas schneller. So, dann seht ihr schon, dass mein Inkscape hier ein bisschen anders aussieht als wahrscheinlich euer Inkscape. Das liegt daran, dass ich mir die Oberfläche angepasst habe an meine Bedürfnisse. Ich habe ein dunkles Theme verwendet. Ich habe einfarbige Icons verwendet statt der normalen. Also ich glaube, die normale Ansicht auf meinem Betriebssystem wäre ungefähr so. Das finde ich nicht so ganz schick. Da gibt es hier die Standard-Icons in bunt. Die sind natürlich super leicht identifizierbar. Aber so insgesamt, das Grau hätte mir nicht so gut gefallen. Vor allem die grünen Buttons hätten mich gestört. Das kann man einstellen alles in den Einstellungen. Man kann auch extra große Icons machen. Man kann mehrfarbige Icons sich auswählen, bei denen man sogar die Farben der Icons einzeln einstellen kann. Das alles könnt ihr über die Einstellungen machen, über Bearbeiten, Einstellungen, Benutzeroberfläche, Thema. Da könnt ihr euch Inkscape nach Belieben anpassen, sodass es so aussieht, wie ihr es braucht. So, kommen wir zu was anderem Praktischen. Und zwar P wie Perspektive. Inkscape bietet einen Pfadeffekt, mit dem ihr Objekte perspektivisch verzerren könnt. Hier habe ich das mal beispielhaft gemacht. Für diese schönen Poster, zum Beispiel dieses eine hier, esst mehr Karotten, damit ihr mehr Karotin bekommt. Und da wird euch automatisch das, was ihr da seht, perspektivisch angepasst, wenn ihr auf die Eckpunkte geht. Wenn ihr nachher wissen wollt, wie man den genau anwendet, kommt nochmal zur Fragestunde sozusagen hinterher. Da erkläre ich euch das genauer. Aber so schon mal könnt ihr sehen, dass es möglich ist und das ist total cool eigentlich. Und das geht halt live auf der Zeichenfläche und macht Spaß. So, dann sind wir Gott sei Dank schon beim Buchstaben Q. Wir schaffen es noch. Und zwar praktisch für alle möglichen Zwecke. Ja, mein Inkscape ist recht langsam, die Datei ist groß. Mein Computer ist nicht der allerstärkste. Könnt ihr mit Inkscape QR-Codes erzeugen und andere Strichcodes. Das ist praktisch, wenn ihr zum Beispiel Dinge in eurem Makerspace labeln wollt und mit eurem Handy dann einfach, keine Ahnung, irgendwelche Inventarlisten verwalten möchtet oder Eingangskontrolle, was weiß ich. Die QR-Codes erzeugen könnt ihr über Erweiterungen, Rendern und dann hier unten gibt es die Option Strichcode. Da bietet es euch mehrere Optionen an. Klassisch, das ist der Strichcode, der da unten links ist, jetzt gerade verdeckt. Datenmatrix ist dieses Dreigestirn da, was jetzt wirklich richtig verdeckt ist. Und QR-Code, das sind diese hier. Und da, vor allem für die Strichcodes, gibt es unglaublich viele Optionen. Da könnt ihr eure eigenen Bücher mitdrucken, sozusagen. Für die ISBN reicht es auf jeden Fall. Dann, wenn ihr mal eine Zeichnung habt, die ein bisschen unübersichtlich ist und bei der ihr ein einzelnes Objekt bearbeiten möchtet, was vielleicht nicht so gut greifbar ist, dann gibt es unter Ansicht, geteilte Ansicht, Röntgen, den sogenannten Röntgenmodus. Und ihr seht schon hier um meine Maus herum, bildet sich so ein Kreis, in dem ich Striche sehe statt bunter Objekte. Wenn ich jetzt aufs Knotenwerkzeug wechsle, wird es sogar noch nützlicher. Und zwar kann ich hier jetzt schauen, was hier drunter ist. Und oh, ein Röntgenbild. und ihr könnt jetzt die einzelnen Objekte, oh, na gut, jetzt sind die Anfasser natürlich wirklich riesig. Wenn ich reinzoome, ist ein bisschen schöner. Könnt ihr die mit dem Knotenwerkzeug bearbeiten und dabei gleichzeitig sehen, wie es aussieht. Also in dem Fall liegt natürlich das andere drüber, aber genau, für manche Sachen ist es nützlicher als für andere. Hier was mehr für einen Effekt. So, geteilte Ansicht aus, Röntgenmodus weg, kein Röntgen mehr. Dann beim Buchstaben S fiel mir ein, dass Inkscape ja Symbolbibliotheken hat. Die findet ihr unter Objekt, Symbole. Ein paar kommen schon mit Inkscape.
Ich habe mir hier schon eine ganze Menge Symbole installiert von Inkscape Open Symbols. So, zum Beispiel. Es gibt aber auch einige, die schon mit dabei sind. Ich glaube, die Eiger-Symbolzeichen sind standardmäßig bei Inkscape mit dabei und da gibt es schon mal eine Auswahl von so Symbolen, die nützlich sind für zum Beispiel kleinere Karten, die er erstellt. Keine Ahnung, da geht es zum Flughafen und hier gibt es eine Bar und ähnliches. Da könnt ihr euch welche auswählen und in die Zeichnung ziehen oder ihr könnt auch andersrum Symbole erzeugen, indem ihr Objekte dahin aufnehmt als Symbol. Oder wie gesagt, ihr könnt auch hier zum Beispiel zu Inkscape Open Symbols gehen und euch mal umschauen, ob es da Symbole gibt, die ihr selber braucht. Natürlich bitte immer die Lizenz beachten. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Inkscape ermöglicht es euch auch, die Tastaturkürzel anzupassen und zu ändern. Es gibt viele Dinge in Inkscape, die zum Beispiel gar kein Tastaturkürzel damit assoziiert haben, hier zum Beispiel alles einblenden, alle entsperren oder so. Und es gibt auch Tastaturkürzel, die mit einer deutschen Tastatur relativ schwierig zu erreichen sind oder teilweise auch gar nicht. Die könnt ihr selbsttätig neu belegen unter Bearbeiten, Einstellungen, Benutzeroberfläche, Tastenkürzel. Und dort könnt ihr auch sogar die Tastenkürzel einstellen, die in Zusammenhang mit der Maus auf der Zeichenfläche verwendet werden. Das heißt, zum Beispiel könnt ihr Umschalt und Klick zur Mehrfachauswahl auf Steuerung und Klick umlegen, wenn ihr das möchtet. So, dann unterstützt Inkscape noch die Eingabe von Unicode und zwar ganz direkt, ohne Umwege, wenn ihr Steuerung U drückt und einen Text geöffnet habt. So, ich habe jetzt einen Text, ich tippe mal ein A, so zum Spaß. Und jetzt drücke ich mal Steuerung U. Und jetzt erscheint hier unten, ups, jetzt ist es gerade weg, nachdem ich das bewegt habe. Also nochmal STRG, ups, nicht U, Entschuldigung, STRG U. Erscheint unten. Kann ich jetzt nicht drauf zeigen, weil sonst ist es weg, dass man Unicode eingeben kann. Und ich gebe mal, keine Ahnung, den Unicode 123 an. Das ist U, aha, ein G mit so einem Tüdelchen oben drüber. 1, 2, 3, 4 sieht schon spannender aus. Wenn ich das eingebe, bekomme ich so ein Zeichen, von dem ich leider nicht mal weiß, aus welcher Sprache es ist. Vielleicht Georgisch, keine Ahnung. Wenn ihr die Zeichen lieber vorher sehen möchtet, als sie einfach so blind einzugeben, dann könnt ihr auch unter Text Unicode-Zeichen euch eine Schriftart aussuchen, also zum Beispiel den Bereich hier auf alles stellen und euch anschauen, welche Buchstaben diese Schrift zur Verfügung stellt. Wenn ihr dann hier drauf doppelklickt, könnt ihr das in einen aktuell ausgewählten und tippbereiten Text eingeben. So, ich mache es mal schnell wieder zu, damit wir zum Buchstaben V kommen. Und zwar, das wissen die meisten, dass es das gibt, aber die wenigsten haben es vielleicht schon mal selbst ausprobiert. Mit Inkscape kann man auch Grafiken vektorisieren. Wenn ihr also eine Rastergrafik importiert, wie zum Beispiel dieses nette Bild von den Wasservögeln, könnt ihr das mit dem Bitmap-Nachzeichen-Dialog unter Pfad Bitmap nachzeichnen automatisch vektorisieren lassen. Und zwar gibt es da nicht nur die Möglichkeit, dass man so Silhouetten erzeugt wie dieses hier, was da aus der Krähe entstanden ist, sondern ihr könnt auch farbig nachzeichnen oder ihr könnt sogar die Linien eines Bildes nachzeichnen, was je nach Sinn und Zweck des Nachzeichnens auch ganz praktisch ist. Also wenn man zum Beispiel Pläne hat oder irgendwelche Ausschneidemuster oder keine Ahnung, es gibt Leute, die scannen irgendwie Schnittmuster ein und modifizieren die dann hinterher noch. Dafür ist das sehr praktisch, das automatische Nachzeichnen mit zum Beispiel Strichzeichnung vektorisieren. So, und ich habe noch 2 Minuten. Okay, also Buchstabe W. Ihr könnt mit Inkscape Webgrafiken animieren. Dafür gibt es in Inkscape selbst die Erweiterung Jesse Ink. Die erzeugt euch eine Slideshow, die ihr euch im Browser angucken könnt. Ihr könnt mit Hilfe von Erweiterungen, die ihr noch zusätzlich zu Inkscape installiert, zum Beispiel einfache Smile-Animationen erstellen, bei denen sich Pfade verformen oder vergrößern oder verkleinern.
Oder ihr könnt Animationen vom Typ unsichtbare Hand erstellen. Ich zeige euch das, glaube ich, jetzt nicht, weil ich hier meinen Computer habe neu starten müssen und die Seite gerade nicht aufgerufen ist und ich sonst mein ganzes Dateisystem euch zeige. Dann gibt es Erweiterungen, mit denen ihr Präsentationen erzeugen könnt. Zum Beispiel hier vom Typ Prezi habe ich das mal genannt. Also Prezi kennen vielleicht noch ein paar Leute. Sozi ist die Alternative dazu, die freie. Da gibt es ein ganzes Programm, was Inkscape SVGs öffnet und mit dem ihr dann über eure Grafiken zoomen und meandern könnt und rein und raus und drehen und was weiß ich, Ebenen gegeneinander verschieben und alles Mögliche. Das sieht ziemlich cool aus. Zeige ich euch sonst gleich nachher nochmal. Und dann gibt es Programme wie Envy, die richtig Cartoons erzeugen können. Mit denen könnt ihr nicht nur SVGs importieren, sondern auch SVGs exportieren. Und es gibt natürlich für animierte Webgrafiken auch verschiedene JavaScript-Bibliotheken und SVG eignet sich natürlich hervorragend dazu, eine Grafik fürs Web zu erzeugen und die dann mit JavaScript zu animieren. Dann gibt es noch den sogenannten XML-Editor in Inkscape. Damit habt ihr Zugriff auf sämtliche Elemente in der SVG-Zeichnung. Ihr könnt die hier verschieben, ihr könnt neu erzeugen, ihr könnt deren Eigenschaften bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr euch überlegen, welche... Ihr könnt hier sogar auch den Pfad direkt rauskopieren. Ihr könnt einzelne Eigenschaften direkt numerisch bearbeiten, was ihr sonst natürlich nicht so gut, was ihr hier in Inkscape zwar könnt, aber was natürlich nur grafisch geht. Und so habt ihr wirklich direkten Zugriff auf den Quellcode des Dokuments und die absolut volle Kontrolle darüber, was ihr da in diesem Dokument drin habt, ohne auch nur einmal einen Texteditor öffnen zu müssen. So, und Y, ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier auf den letzten Sekunden sind oder vielleicht schon drüber hinaus. Und zwar gibt es in Inkscape ganz viele super tolle Pfadeffekte. Ich wähle mal hier so ein Objekt aus und hier gibt es zum Beispiel einen Kaleidoskop-Pfadeffekt, mit dem könnt ihr schöne Bilder erzeugen. Oder hier den Interpolieren-Pfadeffekt. Da könnt ihr, warte, Pfadeffekte. Da könnt ihr, wenn ich den mal ausblende, aus einem einfachen, hässlichen Pfad, der wirklich albern aussieht, was wirklich Schickes machen. Oder ihr könnt hier so einen Zahnradfahrteffekt verwenden. Ich drehe das mal. Ich hoffe, man sieht das auf der anderen Seite. Das ist schnell genug. Da drehen sich dann die Zahnräder, wenn man hier dran zieht. Oh, schön. Oder seinen Bemaßungsfahrteffekt, da könnt ihr einen ganz normalen Pfad einfüttern. Hier zum Beispiel sowas, was so ähnlich aussieht wie ein Hausgrundriss und dann automatisch Bemaßungen einfügen lassen. Oder hier Schraffuren, hier Knoten mit so kleinen Lücken zwischen den Dingern und hier zum Beispiel den Muster entlang Pfad-Pfad-Effekt. Wenn ihr da mal drauf schaut, ist das eigentlich nur ein ganz stinknormaler Pfad, der hier einmal so im Kreis läuft und genau, so. Aber wir müssen so langsam Buchstabe Z. Buchstabe Z ist der letzte. Und zwar gibt es den Zen-Modus. Den könnt ihr mit der folgenden Tastenkombination aktivieren. Ich mache das mal gerade einmal vor. Und zwar F11, Shift F11 und mit F12 würdet ihr noch eventuell vorhandene Dialoge ausblenden. Und damit kommt ihr in so eine Art Präsentationsmodus rein oder Zen-Modus. Und wenn ihr Tastaturkürzel könnt, dann seid ihr durch nichts mehr abgelenkt beim Zeichnen und könnt ganz in Ruhe arbeiten. Und zu guter Letzt wollte ich euch danken fürs Zuschauen. Ich möchte euch sagen, getreu dem Motto Draw Freely, zeichnet frei, zeichnet mit Inkscape gerne. Und ich möchte allen Leuten danken, die sich hier mit ihren Zeichnungen mehr oder weniger bewusst an dieser Präsentation beteiligt haben. Alles mit offenen Lizenzen. Genau. Ihr findet mich unter https://vektorrascheln.de. Da findet ihr auch ein paar Inkscape-Tutorials. Und Inkscape findet ihr unter https://inkscape.org. So, jetzt bin ich fertig. Vielen Dank.